Live aus Wiesbaden, Schoki Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die das Ende der unendlichen Geschichte kennen. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki mit einer weiteren Sendung Late Night. Late Night. Und wir möchten... Ja, ist ja gut. Und Late wir möchten... Night. Ja, ist ja gut. Und wir möchten heute Heimwerker-Tipps raushauen. Heimwerker-Tipps, da sind wir ganz stark, Sascha. Ja, Heimwerker-Tipps. Ja. Vor allem, wir sind auch ganz große Radiosprecher, weil wir haben uns gerade, bevor die Sendung angefangen, bei den Fishermans reingefeuert. Ja. Na, hier ist er, guck mal. Hier, guck. Ja. Egal. Das ist auch diese zischenden Tongeräusche. Ja. Ich habe als gedacht, warum schmatzt der so blöd? Ja. Ah ja, stimmt. Ich schmatze ja auch. Ich klemm's mir hinten in die Backe, Mann. Mal in die Nase hinten rein. Ja, jetzt geht's, guck. Warte mal. Von hinten in die Nase geschoben mit der Zunge. Kommst du mit der Zunge so weit nach hinten? Ach, probier ich mal. Nee, geht so, nicht. Ja. Heimwerker-Tipps. Ja. Du als ausgebildeter Heimwerk-Hasser. Ja. 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 Staatlich geprüfter Nicht-Heimwerker. Ja. Dir kann ich mal einen Tipp geben. Oh, jetzt kommt's. Wenn du heimwerken Warte musst. Warte mal, das ist, zwar, als ob sich hier zwei Blinde über Farbe unterhalten. Ja. Wenn wir beide uns über das Heimwerken unterhalten. Also es ist so. Fang bitte an. Mich stresst Heimwerken. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie in Dübel in die Wand hauen muss, vorher bohren und sowas, dann stresst mich das unheimlich. Das kann ich bestätigen. Weil ich niemals das richtige Equipment dabei habe. Mhm. Ich habe nie das richtige Equipment da zusammen. Ja. Und in dem Moment, wo ich irgendwas... Vielleicht kann ich an der Geschichte für die Hörer und Zuseher die Geschichte erzählen, wie wir bei dir in der Firma... Regale an der Wand festmachen wollten. Und ich kam an, habe gesagt, ich habe einen Akkuschrauber dabei. Ich habe Schrauben dabei. Ich habe eine Bohrmaschine dabei. Sascha, hast du Dübel besorgt? Nee, brauchen wir die. Ja, Sascha, ich kann die Schrauben auch einfach so in die Betonwand reinschrauben, aber das wird nicht lange halten. Als ich das Thema angefangen habe, habe ich gedacht, dass du das Thema auslässt. Nee. Aber egal. Jetzt ist es raus. Okay, jetzt raus. Das alte raus reinspiel. Ja. Rein, raus. Ja. Rein, rauf, runter, raus. Rein, rauf? Das war mal eine Werbung. Runter, raus. Achso, kann ja sein, dass du um die Ecke poppen kannst. Das war mal eine Werbung für eine Werkstatt, die damit geworben hat, dass man schnell dort als Kunde bedient wird und das Problem schnell behoben wird. Also rein, rauf auf die Hebebühne, runter, raus. 20% auf alles, außer Tiernahrung. Das ist genau so. Genau, ne? Ja, so genau. Ja, genau. Chuck Norris bekommt aber auch die 20% auf Tiernahrung. Weißt du, wie viele Liegestützen Chuck Norris machen kann? Alle. Ja. Entschuldigung, ich habe dich abgelenkt. Du warst doch am Heimwerken. Ich wollte dir einen Tipp geben, okay, wie es sich nicht mehr stresst, dass du, wenn du heimwerken musst, dass du das dann halt, dass du dann halt im Flow dahin gehst. Ja, dann hilf mir. Also ist es so. Wenn irgendjemand bei dir aus dem Haushalt oder aus der Nachbarschaft oder aus dem Freundeskreis sagt, Christian, hilf mir doch mal bei irgendwas. Mhm. Sagst du natürlich erst zu. Ja. Aber du musst irgendeinen Todesfall immer haben in der, im Freundeskreis und in der Familie. Ja, okay. Am besten jemand weit entfernt in der Familie, irgendwie USA oder irgend sowas. Ja. Oder Wanne Eickel, keine Ahnung, ganz weit weg. Ja, den du vorschieben kannst. Ja. Du musst aber Buch führen. dass du nicht dreimal die gleiche Person stellst. Ja, dreimal lässt. Die gleiche Oma ist doof. Ja, klar. Ja. Genau. Und dann musst du sagen, nein, ich kann leider nicht an dem Tag. Mhm. Ich muss auf eine Beerdigung. Du musst natürlich auch hinreisen und zurückreisen und dann die Beerdigung. Nur um vom Heimwerken fernzubleiben. Nein, nicht wirklich hinreisen. Du schließt dich einfach nur zu Hause ein. Ja. Ja. Und wenn du dich zu Hause einschließt, dann ist es ja so, dass du eigentlich weg bist. Ja. Ja. Du kannst natürlich auch irgendwie ein Ticket fälschen und sowas. Das ist auch wichtig, falls mal geprüft wird, falls mal Heimwerkerprüfung kommt, ne? Aber auf jeden Fall, du bist nicht da. Ich hab mir das ein bisschen einfacher gemacht. Die Idee ist gut, Sascha. Ich habe gesagt, wenn... Noch einfacher. Wenn Leute sagen, hier kannst du mir am Samstag mal da helfen, also vor allem Montags oder Dienstag, kannst du mir Samstag mal helfen da beim Heimwerken? Dann sage ich, nee, da werde ich Durchfall haben.
Die Leute sind so verwirrt, die fragen gar nicht nach. Das ist halt auch so ein Thema Durchfall, da redet man nicht so drüber. Ne? Ja, nee. Sozusagen, es wird eine ganz fiese Diarrhoe. Möchte auch keiner nachvollziehen. Nee, nee. Sieht man auch nicht. Sag doch so. So wie Migräne. So, hier, ich werde Diarrhoe haben. Ja, und die dann Leute, musst du erstmal erklären, was es ist bei den meisten. Ja, aber dann fragt doch keiner nach Farbe, Konsistenz, Häufigkeit oder so. Nein, nee. Sonst sagst du einfach, nee, werde ich ganz... Und ich werde die ganzen Bazillen an den Händen haben und dann ist es natürlich blöd, weil ich wasche mir ungern die Hände nach dem Vollrausch. Geh so aus dem Klo raus, wieder nicht die Hände gewaschen. Ja, ich hatte mal einen Kumpel, also ich bin ja schon nicht handwerklich begabt. Ja. Wenn ich aber was machen muss... Dann geht's irgendwie. Ja, es geht schon irgendwie. Okay. Aber ich bin total gestresst. Ich habe wirklich, also hier, wenn du mich da an so ein Pulsgerät anschließen würdest, Detektor. Geht durch die Decke. Ich habe schon wieder gedacht, ich wäre bei der Kriminalpolizei. Nein, bei so einem Pulsgerät, also da habe ich ja, im Prinzip habe ich nur einen Fieb, das ist nur ein Puls, so, die ganze Zeit durch. Ne? Das ist und nicht, Blutdruck von ist nicht, das ist so schnell. 130 zu 240. Der Puls ist so schnell, dass es im Prinzip nur ein Ton ist, sozusagen. Ja? Das ist es. Und ich habe mal einen Kumpel, der hat mir mal beim Umzug geholfen. Und der kam zu mir und da hatte der so eine Reihe Lüsterklemmen. Und dann sagt er so zu mir, ich krieg die nicht auseinander. Hast du mal irgendwie ein Messer oder irgendwas? Und ich habe kaufst du im Baumarkt, so eine Zehnerreihe und dann musst du die halt auseinanderkriegen. Und ich habe das auch noch nie gemacht. Also ich wusste nicht, was... Dann habe ich die so genommen, in die Hand. Und hab einfach mal so wie beim KitKat so... Das war's. Und der ist aus dem zweiten Stock runter in den Keller, aus dem ersten Stock, zwei Stockwerke, runter in den Keller zu mir gekommen, um mich zu fragen, wie man die Lüsterklemmen auseinanderkriegt und ob ich ein Messer hätte. Und da hab ich gesagt so, Alter, setz dich einfach in die Ecke, mach nichts kaputt, dann ist gut. Schenk was zu trinken ein. Hauptsache, du verletzt dich nicht oder sowas. Da haben wir noch einen Versicherungsfall hier und so einen Scheiß. Ja. Ich brauche die Pietät echt nicht heute hier im Haus. Ja. So. Und das ist halt noch, das ist ein Härtefall. Ein ganz großer Härtefall. Das klingt extrem, ja. Hashtag Heimwerker Härtefall. Richtig. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber auf jeden Fall, was ich dir sagen wollte, Todesfälle. Du brauchst ganz viele Todesfälle. Ich sag dir Diarrhoe. Diarrhoe, okay. Ne? Ich versuch's mal. Ich versuch das andere. Und dann können wir mal so Erfahrungsaustausch machen. Genau. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Mal gucken, wie es klappt. Genau. Cheerio, Miss Sophie. Hello. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.